comes with a ball and chain. Take my life just now today. Spill your blood, there's hell to pay. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Der gute Tanky wieder hier am Start für euch. Mit einer kleinen weiteren Runde. Red Dead Redemption 2. Leider doch eine kleine weitere Runde. Also, nicht wegen dem Spiel selber, sondern wegen der Uhrzeit. Ja, ich bin sehr spät am Start. Grund dafür war leider Gottes ein Update meines Streamprogramms. Was der Meinung war, meine Game Capture Card nicht mehr erkennen zu wollen. Und mein Greenscreen nicht mehr erkennen zu wollen. Irgendwie waren alle meine Configurations für den Arsch. Keine Ahnung warum, was da vor sich ging, kann ich wirklich nicht sagen. Würde ich gerne sagen, aber weiß nicht warum, keine Ahnung. Irgendwie muss ich alles neu konfigurieren, alles neu einstellen, dass, 10 Minuten vor Stream beginnen. Also könnt ihr wissen, wenn es fast 20 Uhr ist, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe so überlegt, heute mal nicht zu streamen, das wieder einzustellen, dann morgen wieder am Start zu gehen, aber ich habe es noch in die Kreten, dachte mir so, komm, die 2 Stunden kriegst du nochmal da unten. So, und damit einen wunderschönen guten Abend, Zar, und ich wollte dich nicht erschrecken, sorry, Mann, ja, das Intro lief ja auch auf einmal, out of nowhere, pff, ne. Ja, wie gesagt, sorry dafür, dass es ein bisschen später wird, ne. Da steckst du halt nicht drin, ne. Ich dachte, ich komme nach Hause, mache alles an, zack, geht die Bohne los, ja, nischt, Alter, erkennt er nichts mehr hier. Naja, ich dachte mir so, plötzlich Musik da, ja, mein Intro-Song, sorry. Übrigens ein sehr guter Song, wie ich finde. Finde ich persönlich jedenfalls, ne? Ja. Und wie geht's jetzt da? Ist immer. So ein Dreck. Ja, das war's mal so ein Dreck. Ja, wirklich war, ey. So ein Mist. Ich hätte mir wirklich gewünscht, ich komme nach Hause, zack, los geht der Mist. Ja, da eine Stunde Streamzeit verpasst. Knapp. Das für so einen Müll. Also das nervt wirklich. Voll, rechnest du auch gar nicht mit, ne? Rechnest ja gar nicht mit. Du kommst, denkst du. Aber hier, ich nutze tatsächlich das Programm heißt Streamlabs OBS für Leute, die es nicht kennen. Das ist immer so. Sobald ein Update kommt, habe ich schon wieder so eine. Krieg ich wieder so eine Ohren und so eine Ohren, denk mir so, oh nee, nicht wieder alles neu einstellen. Und zack, er muss wieder alles neu einstellen. Oh, ich könnte kotzen. Das Lustige bei diesem Programm ist, wenn ich jetzt mal angenommen hätte, ich hätte jetzt einen neuen PC und würde dieses Programm auf meinen PC installieren, würde mich jetzt über meine Daten einloggen, wäre es kein Problem. Die ganzen Settings wären da. Aber wenn ihr dem das Programm machen, Update, dann ist alles gelöscht. Komplette Ruino. Alles weg. Oh Mann, dann weiterhin gute Besserungen, Zar. Das ist ja auch schon ziemlich lang, die Scheiße, ne? Wir sind gerade in Saint-Denis. Nennt man das Saint-Denis oder Saint-Denis?
Ghost Cover, oh ja. An den brauche ich ja die ganzen Stresser, Leute. Das zeige ich euch. So, haben wir noch irgendwas zu erledigen? Wir haben ja im letzten Video einen haufenweise Nebenquests gemacht. Ich würde sagen, Professor. Wo ist denn der? Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe hier gerade... Ja, tatsächlich. Übersteuerung meinem Ton hier. Mein Monitor geht auch steil hier. Im Sound. So, Professor, was hat der denn eigentlich mit uns zu tun? Ja, wir retten einfach mal hin. Für die Nebenquests selber machen wir einfach mal. So, einer will kommen her. Mein treues Ross. Meine treue Stute. Runter vom Damm, Mädel! Mann, wird echt Sinn, dass die Ampeln eingebaut werden. Na, zwei Wochen. Oh! Das war keine Absicht. Denny, okay. Ja, schön. Ich habe die Schlosse gedrückt und ja, bald erstmal instant los hier. War keine Absicht, das Sache. Ja, lädt mich doch. Annabelle, kannst du auch etwas schneller reiten oder musst du jetzt hier rumtuckern? Wären gesucht, by the way, Mädel. Ja. Wir wollen jetzt so schnell aus der Stadt raus. Ja, eigentlich müssen jetzt keiner mehr folgen und kein Kopf mehr entstehen. Oder? Nö. Besser ist auch. Wait a second. Was ist das für ein rotes Ding hier? Warum ist das da rot? Oder zieht sich Blackwater bis dahin? Ich glaube nicht. Also rot sind immer Gebiete, wo du nicht hin darfst. Oder wo du gesucht wirst. Wenn wir da rauskriegen, schätze ich mal. Ja, wie war euer Wochenende sonst so? Erzählt mal. Ich war ja am Wochenende nicht groß online gewesen. Gefängnisinsel. Oh, Alcatraz. Krass. Bin ich mal gespannt. Ich bin schon wieder eingebuchtet oder so. Und wie gesagt, falls ich wieder rumpixel oder meine Farbe komisch ist oder irgendwas verstellt ist wieder mein Greenscreen, ja, wegen meiner Farbe oder mein Pixel mit der Rund. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt alles eingestellt, was ich konnte in der kurzen Zeit. Mir geht einfach gerade nicht. Na, ja, viele denken immer, weißt du, du gehst am PC ran, machst einen PC an, zack, streamst du los. So einfach ist es einfach. Eigentlich gar nicht, ne? Ja. Die ganzen Einstellungen sind so krass manchmal. Das Lustige ist mittlerweile, das ist immer lustig, wenn ich anfange zu streamen, also ich kündige mal zwischen 19 und 19 anfange zu streamen, sprich wenn ich 19 anfange möchte zu streamen, ist es halt nicht so, dass ich mal 10 Minuten Vorbereitung habe oder so. Ich nehme wirklich tatsächlich eine halbe Stunde Zeit vorzubereiten, dass alles wirklich picobello läuft, ne? Testen, ob alles funktioniert, ob ein Treiber da ist, ob das aktualisieren muss, die Einstellung meines Screens übernehmen und all so einen ganzen Kram, ne? Und teilweise ist es nach halben Stunde schon fast eine Dreiviertelstunde geworden. Ne? Jeden Tag. Und was mich jetzt auch noch ein bisschen triggert ist, ich glaube, ja. Gut, der heutige Part wird dann mal in 27p hochgeladen, in 27p gestreamt. Sorry dafür. Eigentlich, ja, streame ich in 1080p, aber ich habe gestern Call of Duty gestreamt gehabt und da haue ich die Qualität ein bisschen runter, damit das Spiel flüssiger läuft. Ist bei Red Dead Redemption 2 eigentlich notwendig. Dummerweise habe ich jetzt auch das vergessen umzustellen. An alles muss man denken, ne? An alles, wirklich an alles. Das ist so schlimm. Das nervt. Ah gut, das wird der Papa 27p, ist halt so.
Mein Gott. Ich sehe trotzdem relativ ansehnlich aus. Eine ganze Ecke weg, ne? Wo wir da hin müssen. Oh ja. Oha. Hier halt. Weil die Faust nämlich so ein Typ wie ein Prügel oder einschießt oder so. Ist der Weg, den ich hier lang reite, eigentlich auch richtig? Ich bin schon bald in den Berg angekommen. Ja. Well, well. Look who it is. Howdy. You sure got a good eye for horses. That one looks in prime condition. What do you say to another race? I know you beat me last time, but I've been training this one hard. How about we head to the veteran's homestead? Ich habe leider keine Zeit, sorry. Not in the mood, partner. No problem. No harm in asking. Oh ja, schade, würde ich nicht. Nee, ich habe jetzt mal keinen Bock auf welche Nebenquests. Ich will mal ein bisschen storymäßig vorankommen, deswegen interessiert mich jetzt dafür gerade mal weniger für ein Rennen. Normalerweise würde ich sowas machen, aber jetzt habe ich gar keinen Bock. Warum ist da eine Markierung mit Feinden, hä? Ist das eine Kopfgeldmission? Gesuchte Person. Es ist eine Kopfgeldmission! Oh mein Gott, ich rette einfach mal mit einem Psycho. Bin ja auch mutig, ne? Ja, wenn das so ist. Oh, die Knarre schon vorher polieren, ne? Au. Wer bist du denn? Yo! Da war niemand zweit markiert, wer war er denn? Bleib liegen! Okay. Hier geblieben. Come on. Well, I got a special treat for you. Deathball bastard. Plünder, was hast du denn feines Zeit, Meier? Just isn't your day, is it? 78 Cent. Pff. Lächerlich. Einfach lächerlich. Hallo, hebst du dir mal auf? Ob du wirklich zu dem Gericht willst, was ich ja nicht kumpel, aber. This ain't America. We ain't free no more. Can't raise no animals, take no wives. All I did was graze my livestock. Married them, but needed marrying.
killed any that tried to stop it. I ain't wrong. Junge, Junge, ist eine Quaddeltasche da hinten. Das ist ein Jailhouse. Okay. Das war eine Kopfgeld, bis ich mich auf dem Schwung gewesen, dass ich Kopfgeld hatte. You ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? Lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly, is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What in hell you say, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you. To kill you. Humanely. No! Yeah. Well, he's gonna strap you into this contraption and run a large electric current through your system. Got something to do with moonshine. Don't quite know what. I guess that's why he's the professor and I'm the bounty catcher. Well, as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'll be just like, well, like switching off a light. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? Now, I ain't ever seen the actual impact, but I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared, and there was smoke in the air, smell of burning hair. No. There must have been a dozen head of cattle, lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs, and necks. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No! Eyes bleeding, some of them popped out. No! If I hadn't seen the storm, I would have thought some devil caused that mischief. But no, sir. It was lightning. The electricity does something all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. But, you know, hey, this electricity professor's got a plan for you. Ah, that must be of an entirely different kind. Hey, Jotix, wunderschönen guten Abend. Danke für die 2 Euro. Ja. Ich spiele hier. Okay, B mal gespannt, Mom. Und ja. Irgendwie ist Asa. Ist und bleibt ein Arsch. Da macht er den Typen hinten noch so viel Angst zum Schluss, ne? Alter, Alter, Alter. Naja, unser kleines Experiment hinten am Pferdearsch von Annabelle. Passt doch, ne? Der elektrische Stuhl, ja. Der erste Mensch auf dem elektrischen Stuhl. Aber Arthur auch keine Gewissensbisse, das interessiert ihn gar nicht, ne? Er macht noch schön. Boah, das ist. Eigentlich ist Arthur von Grund auf dem Arschloch, Alter. Ey! Was willst du denn jetzt? I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Yeah, me too. Well, you'll be happy to know we ain't got far to go. Hold on tight now. Der Arme, ey. Keine Ahnung, irgendwie,
hat einer umgerufen, ey, der hat meinen Fusel gestohlen und irgendwie, ja, bin ich gegen den Typen geritten hier und plötzlich haben sie mich angegriffen. Ja, daraufhin muss ich mich halt verteidigen, wie das halt so ist, ne? Ich glaube es nicht, dass es irgendwelche Polizisten waren, ne. Nur irgendwelche Banditen oder irgendwelche Typen hier. Jedenfalls wollten sie sich stressen, was soll ich halt machen, ne? Weißt du, da hat man einen riesigen freien Land, ja, diese riesige Prärie, sag ich mal, im Wilden Westen. Und man rettet gegen diesen einen Typen, ne? Das ist dumm eigentlich. Man fällt von Annabelle aber auch ziemlich schnell, wa? Und man fällt echt auch vom Pferd. Das ist echt krass. Da reicht schon ein kleiner Stein, ne? Und schon fliegt Annabelle hin und bricht sich alle Hufen, ne? Ah, ich bin zumindest froh, dass Annabelle immer noch gut drauf ist. So, wir müssten ja reingekommen sein, ne? Schätze ich mal. Professor will be real pleased to meet you. No! Bring here, it to me. I got him. You're wonderful. Come on. Don't be shy now. Hätte mir erstmal ordentlich am Kacken. Put him down just there. Now, where's my money? Money? Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Well, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. Will man sich das wirklich angucken? Ich weiß ja nicht. Ja, geht ziemlich schnell, wa? Manchmal reicht echt ein kleiner Irrtum und schon, ne? Ach, ging es hin mit dem Verkehr heute? Manche fahre ich das auch gerade, Mom. Das fahre ich mich auch gerade hier. Ah, here we go. Jetzt ging es hin. You got a problem? You want one? Ah! Geh doch einfach zur Seite, du Spacko! Bam, Junge! Bam!
Jetzt ist mal gut hier, du Knalltüte, Junge. Meine Güte, ey. Bist du aber nicht weitergekommen, Professor. Für alle, die es jetzt zu hart sein könnte, dass der Typ da jetzt lebendig gebraten wird, der kann ja weggucken. Aber ich bin jetzt gerade mal neugierig. Was passiert? Oh, ich bin in den Trigger gekommen. Ich hab keine Zeugen, gut. Fuck. Es ist schlimmer, den PS4-Pad. Du musst ganz gleich gegen den Trigger kommen und schon bald sofort los, ey. Denn so wirklich ist die Trigger. Ja, und jetzt? Will er denn hin? Ah, zum Schafott. Ja, und jetzt? Hallo? Hallo? Naja, und jetzt? Das war's schon, oder was? Okay, anscheinend passiert hier gerade nicht mehr, dann können wir auch weitermachen. Halt drauf. Ups. Gut, würde ich sagen, ja mal zu Charles Chateauneuf. Chateauneuf. Ah, das ist die Quest, oder? Mit der Folter, oder? Was ist das für eine Quest? Nee, Charles war doch der Indianer, oder? Ich hab keine Ahnung. Wenn er mal Charles war. Okay, oben müssen wir lang. Oben? Hä? Hä? Hello, sir. Ja, doch schon. Hä? Ich raff's nicht, Leute. Ups. Okay, die gerade mit Scheiße. Mal gucken, was er kippt, ja moin. Und wir sehen nichts, ja, irgendwie sehen wir wirklich nichts. Aber warte mal, hier ist eine Leiter. Oh, sorry. Come on, lady. Can't you take a joke? Get the hell. I just miss it. Hat nur Spaß, genau. Ich hab dich nur in den Dreck geschmissen aus Spaß. Kann ich die Tür eingeschlagen? Okay.
Ja, dahin. Hallo, Ma'am. How much time you spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very. Enjoy the show, if that's possible. What's this show then? Mr. Charles Chatternay. Go and see for yourself, but don't blame me. Seen the like of it before. I promise. Maybe that's a good thing. The exhibition is through there. Ach, das war dieser Künstler, wa? Ja, das war dieser Künstler gewesen, Leute. Naja, ja, ja. Sooner you can come out. Was, Zigarre nehmen? Nimm mit. Nimm mit, kostet nichts anscheinend. Boah, ich hab eigentlich die ganzen guten Kubanischen hier. Hurry up, will you? I don't know why you're so flustered. Premium-Zigaretten, warte mal, können wir gleich mal ihn durchzwischen, mal. Ja, du bist zwar spät, Hawk, aber ich war heute noch später, glaub ich mal. Ich habe jetzt um 20 Uhr angefangen zu streamen, nachdem Streamlabs OBS, also das Programm, was ich benutze, der Meinung war, meine kompletten Einstellungen zu resetten. Sehr nett gewesen. Or could be Roman. Ah, da ist er. Far too modern for my taste. Look at these idiots. Excuse me, Mr. Chatternay. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here, in her delicate. Henry, oh. Is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. The nerve on you. That's it. Come on, Mildred. This is no place for us. Come here. Son of a bitch. You filthy little man. Come on, horse. We're leaving. Hey, I'm coming after you, Frenchie. Hey. All right. Okay, gleich gibt's eine schöne, nicht Kneipenschlägerei, Saloonschlägerei, aber eine kleine Museumsschlägerei, wer kennt sie nicht? Ja. Ja. Kunst ist was Tolles und Kunst liegt im Auge des Betrachters. Na ja, kommt so ein Typ an, der so schön altmittelalterlichen Playboy her präsentiert. Ja, mittelalterlich nicht wirklich, Mittelalter ist schon lange vorbei. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Mein Manager. Uha. Siehst du? Und ich als sein Vorgesetzter, ja, bekomme auch Geld von dir, ne? Das ist nicht schön. Ich habe einen Manager, der mir noch Geld gibt, ne? Und mir Donations reindrückt jedes Mal. Müsste ich jetzt eigentlich nicht umgekehrt sein? Meine Frau ist Bud Spencer. Fußvolk. Also wenn ich so eine Hierarchie hätte, dann würde ich mich selber nicht mit dem Spiegel betrachten können. Eieiei. So, erstmal gibt's eine auf dem Schnöselgesicht. Bam! Und der nächste, komm, du, oder schön rein. Oh ja, oh, ich höre nicht, mehr auf. Ich klatsch dir so weg, Junge. Müssen alle Kohle haben, komm, hör auf. So eine stinkreiche Perle, die müssen irgendwie Kohle haben. Wie haben die nix? Die gehen ohne Kohle zum Museum? Ist da nicht herrlich, ganz ehrlich.
Sie in Trance. Hier sind meine Bilder, die ich geschossen habe, wa? Ah, here we go, meine Wölfchen, die mich angegriffen haben. Die Pferdchen. Mein Alligator. Alligator. Ah, das waren die Bildchen. Ist da noch ein Bildchen von mir? Ah, here we go. Ach, da war ich noch im Vollbart. Die Museumsschlägerei von 1899. Warum eigentlich nicht? Die Museumsschlägerei in Saint-Denis. Immer das gleiche Bild. Ach, schade. Was ist, wenn ich so einen allglatten, kahl geleckten Arthur spielen würde, ja? Ich würde gleich ins Bild passen, im wahrsten Sinne. Push them. I thought I was a fraud, a no talent brushwasher. Now I'm not sure. We provoke emotions, no? You keep provoking emotions like that, and all your canvases will have punch holes through. I told you I was a whole ass. You did, and you are. Now I'm gonna be an asshole somewhere else for a while. Ah, here we are. I know a lady over here. She may let me stay for a while. Good luck. That picture I gave you, it will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now, seems like the only thing it'll get me is kicking the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. Und wie sehr cool, Typ, ne? My little bird, it's me! Okay. Gerade ist überfallen, Falle. Aber ich glaube, wir haben den Quest doch gehabt, ne? Und zwar mit Strauss. Genau, hier. Here we go. Reiten wir mal schnell hin, dann haben wir den Quest auch mal erledigt. Let's go, girl. Und irgendwie geht's Annabelle gerade nicht so gut. Warte mal, wir reiten mal hier vom Damm runter. Ja, ich weiß ja, klar, mach ich gleich. Ich stehe mit Annabelle. Ich will mir erstmal Annabelle was zu futtern geben. Für ihre guten Dienste. Yeah, mein Mäuschen. Hier. Yeah. Oh, spät war. Da war Plätze lecker, ne? Komm, kriegst du noch ein. Für deine Treue ergebene Treue. Treue, Treue. Und nicht striegeln, können wir auch noch machen. Oh, ne. Won't take long. Gefällt dir, wa? Jo. Ja, könnt's auch was zu essen reinhauen. Und zwar hier so ein paar gesalzene Innereien. Boah, lecker. Boah, lecker. Ich bin dürre, aber Tatsache, wenn ich diesmal nicht da zum Lager hinreite, esse ich da auch jedes Mal, wenn Essen da ist. Und sonst bin ich dürre. Ich weiß nicht, wie ich auf Annabelle kam. Keine Ahnung warum. Ich habe die so gekauft bei meinem Stall und die sah halt aus wie eine Annabelle und deswegen ist sie Annabelle. Ich weiß nicht, regelmäßig essen muss. Halt. Nein. Das ist eine Hauptquest, will ich auch gar nicht machen. Ist aber Dutch eine Quest, wa? Ja genau, ich hab's bestimmt in Saint-Denis eine Quest mit Dutch, als ich jetzt wieder rausfliege, ne? Wenn ich mich 20 Banken überfalle und 1000 Jungfrauen erschieße, bestimmt. Ja, ja. Machen wir halt später, Leute. But first, bevor ich mit Saint-Denis auch noch verscherze, will ich erstmal hier die Nebenquest machen da hinten. Intellektuell? Was? So ein Song? Will er? Erstmal speichern, du hast recht.
Widow. Wenn es eine Frau wäre, Black Widow, wa? Ich überlege, ob ich mir tatsächlich mal ein schwarzes Ross zulegen sollte, das ist vielleicht mal Lucifer zu nehmen oder Luzi oder sowas. Not much to be happy about the way I see it. You here to try this town's wine or women? Or just whatever's cheapest. I ain't here to cause trouble. You looking for a volley of musket fire? This is Lemoyne Raider land. Toe the line, or I'll practice my knife work. Willst du? Don't you put just about done with you! Scheiß Leben, Jo. Dämone, Alter. Geblockt und jetzt noch einer rein. Zack, zack. Komm, schlüpf nochmal zu. Geblockt und nochmal einer rein. We'll put you in a pit with all the others. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Wenn es kein Lemion-Räuber wäre, oder ich kann den Namen nicht aussprechen, ne? Dann wäre ich vielleicht gar nicht so, so reagiert, ne? Aber. Bleib stehen! Raus hier! Ach ja, moin! Ach komm, ich ergeb mich. Ist in Ordnung, ich ergeb mich. Ja. Die 5 Dollar, scheiß drauf, ganz ehrlich. Ach, einer wird's überleben. Das wäre enorm, aber es war ja nicht viel. Weil muss einen Typen wegboxen und einen Fahrzeugdiebstahl. Aber warum? Der Typ macht mich an, ich wehr mich, ja, und kommt ein Typ an, der hat einen Tod geprügelt, ich muss es weiter petzen. Du kannst sie gar nicht aufhalten, ohne dass noch mehr Stress entsteht, ey. Das ist so schlimm. 16 Dollar. Für die 3 Stunden Setup sitzen in der Zelle, mein Gott. Tja, das ist halt mit Selbstjustiz, ne? Nö, hab ich nicht. Ne, Kopfhörer hab ich nicht, weil ich mich ja gleich ergeben hab, von daher passt das. Boah, fies von dir, Kördix, ganz ehrlich. Hab ich mir so ein schönes Nahkampf-Duell geliefert, ne? Und du willst mich da verortet sehen, ist halt nett. Ja, wenn er mir mit Nahkampfwaffe ankommt, mit Messer, hätte ich auch eine Schrotflinte rausholen können, aber na, ich wollte nicht übertreiben. Ne? Ich glaube, das wäre ein bisschen teurer, 16 Dollar geworden. Ach, du musst nur kurz den Nachbarn in Deckung holen, verhaftet, ey. Wenn gebuchtet. Verkehrt auf dem Nutzer. Hier, die Stadt, die Haare vom Kopf geflossen, meint's her. Skalibuzzi. Warum muss ich gerade an den Film von Otto denken? Ihr seht das Messer? Das ist ein Messer? Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Sieht dieses kleine Ding da raus aus dem Automaten da.
Hallo, fährt er das für nicht weiter? Ach so. Kriegt ein Alligator raus? Warum führt mich der Weg mitten durchs Wasser? Was ist das für eine Scheiße? Ich will es auch nicht rüberreiten, wenn er. Och Mann. Ist doch nah für den Arsch alles hier. Wir öten Alligator Knabbertchen an der Hufe. Ich schwöre, ich will da radikal ausflippen. Ah, lauf! Lauf! Ja, gut gemacht, Annabelle! Ah! Mädchen? Weg vom Wasser, Mädchen! Okay, girl. Yep. Oh, das ist noch ein Alligator! Ah! Bloß weg hier aus irgendeiner Anstalt, Leute. Gott, das ist gefährlich hier, ey. Oh, ich bin zu Hause. Good morning, Arthur. Ach. Das ist schon besoffen. Eigentlich war das super, dass ich hier bin, aber okay. Wenn das so ist. Wo ist meine Hülle? Put on some warmer clothes, friend. This stew is decidedly lacking on decent meat, Mr. Morgan. Many thanks, Mr. Morgan. Good morning, Arthur. Good morning. Oh, Essen ist fertig. Geil. I broke my knob, sir. My watch is pitched to my fob, sir. Don't ever get drunk. Ratten-Topf, Ratatouille. Okay, jetzt Penta. Was soll's eigentlich mit der... Was soll's eigentlich mit der Greenscreen-Beleuchtung? Das soll damit sein, ich denke mal, es sieht jetzt nicht anders als vorher. Und an einer guten, adäquaten Beleuchtung komme ich gerade nicht ran. Deswegen würde ich es mal damit vorlieb genommen, was ich jetzt gerade nutze. Geht halt nicht anders. Und wo ist eigentlich meine Hütte? Da, okay. Wenn du einen coolen Butcher sehen willst, schau Gangs of New York. Da gibt's auch einen coolen Schlachter, ja? Ah, eine richtige Hütte haben wir aber. Die ist vor kurzem auseinanderfallen, also ein bisschen sanierungsbedürftig ist sie, aber wir haben eine Hütte. Ist ein Bösewicht. Passt doch irgendwie in so eine Rolle rein, Mann. Schlachter als Bösewicht. Ah, schön Panorama-View haben wir hier, ne? Läuft. Kann ich mir irgendwo rasieren? So. Jetzt würde ich gern pennen. Umziehen, rasieren. Wo kann ich schlafen? Hallo, Spiel, ich möchte gerne irgendwo schlafen.
Hä? Warum kann ich nicht pennen? Ah, jetzt so. Hä? Also irgendwie ist die Animation so ein bisschen im Arsch hier, ne? Was Schlafen angeht. Rasieren? Jetzt so, okay. Es ist echt anstrengend. Du musst wirklich perfekt davor stehen, sonst kommt die Anzeige nicht, welche Taste du drücken musst. First Person? Ja gut, First Person hätte vielleicht geholfen. Ja, moin. Gut. Vielleicht kann ich sogar Titanic verziehen. Titanic, ja. Wer heult denn da? Wer heult denn da? Stimmt, das Kind fehlt ja immer noch, ne? Hab ich vollkommen vergessen. Ach man. Arme Abigail. Oh Mann. Na, ich gehe mal wieder, Mädels. Hä? Ja, stimmt. John Marstons Bengel ist ja immer noch weg. Und wir machen uns in Kunst, ne? Wir machen heute eine andere Scheiße nebenbei. Chefskind. Ja, irgendwie habe ich mich doch wieder in Ödland der Hobbit verirrt hier. Ich weiß ja auch nicht, Hawk. Es zieht mich immer wieder zur alten Wurzel zurück. Ich kann machen, was ich will. Ich komme doch mal wieder zu meinem Ursprung zurück. Ich kann hier manchmal wirklich nicht hinkommen. So, Leonard. Strauss. Brief untersuchen? Ja, was ist ein Brief? Zeig mal her, im Busch. San Francisco, Kalifornien, 1890, Maika. Ich danke für dir für deinen Brief. Ich bin wohl froh. Okay. Das sind der Wisch eigentlich. Was ist denn, Herr Mädel? Mr. Morgan. Mr. Strauss. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For Australian? Cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on debt, you know. Okay. Halt, warte. Australien? Die wollen mit einer Australien auswandern? Na gut, warum nicht? Helft mir mal bitte mal ein bisschen Geschichte auf die Sprünge. 1899. War Australien schon Tatsache da schon Australien oder war es da noch eine Kolonie Englands? Also eine Gefängniskolonie Englands. Helft mir da bitte mal auf die Sprünge. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass Australien auch relativ früh erst
zivilisiert wurde. Das wäre mal interessant zu wissen. Na klar, wenn die hier ordentlich Kohle sammeln und dann aus Australien auswandern, Junge, keiner verfolgt sie mehr, sie können sich ein schönes Leben aufbauen. Naja, klar, Australien ist eigentlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, 1899, glaube ich, der beste Ort, wo du leben kannst, sage ich mal, als Verbrecher. Weil Australien war ja, glaube ich, meiner Meinung nach eine Gefängniskolonie gewesen, oder? Englands. Müsste das draußen, was wir es mir zu nennen. Joseph Mengel? Wer ist der denn? Oh, Mengel? Wer ist das denn? Kenne ich nicht. Eine Prominenz? Ui, wenn wir da hin, sammeln wir mal die Kollekte ein, was da zu holen ist. Oh, was? Und die Menschen in Australien gefunden haben, oder? Die Menschen sicherlich gefunden haben in Australien. Instead of prowling around the place. Hey. Wildschweinchen! Okay. Ab 18.55 war ich... auch so früh schon nicht mehr, okay. Naja, aber trotzdem war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch Vicky. Okay. Ja, ich denke mal, trotzdem war ja Australien noch ziemlich krass im Aufbau, das Land. Und ich glaube, da war mit Rechtsprechung und Verfolgung noch nicht so krass in Australien. So rund 1890, glaube ich das nicht, dass es so extrem war. Obwohl, muss ich unbedingt sein, wenn du mal nachdenkst, so andere Staaten in Amerika, die sind ja auch in 50 Jahren hochgezogen worden, bist du mir nicht mehr. Ich hab keine 30, 40 Jahre gedauert, aber eine riesen Großstadt da gewesen. Und wo ist der hier drin, oder was? Hallo? Premium-Zigaretten, schön. Schnell immer hinter. Da 1901. Ah, okay. Ja, dann würde es zeitlich schon Sinn machen, weshalb sie nach Australien auswandern, ne? Wollen. Der macht das schon Sinn, ne? Den Zeitraum.
Ist eigentlich von Dutch kein schlechter Plan, ne? Wenn man so überlegt. Ist Kinder da oder was? Hallo? Sollen die Personen sein? Hallo? Ach! Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. Boah, gönnt sich hier schön am Strand, ne? Eine Pulle. Billigfusel? Well, time's long since up. I'm here to collect. Oh, I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Sag ich nicht, oder? First on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. If you take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Let's get us that death. Der verarscht mich doch, oder? Someone's here, boy. Paul. Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Paul? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? Best place for them. Hmm. Now, where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, mister. It's our life savings. Come and take what you owe. Alter! Cut your damn head! Clean up! Du Scheiße, Alter! Dubstep auf dein Gesicht, du Stück Scheiße, Junge! War ich wieder so aggressiv? Ich meine, come on, ne? Ich stich ja wieder von jeder Typ, ne? Junge, was? Aber Arthur muss auch so ein übelster, weiß ich nicht, Bullet Spawn sein, ne? Was der schon abgeschossen wurde, abgestochen wurde, gefoltert wurde, das kümmert die Junge einfach nicht. Der wurde sterblich, ne? Ja, da kann man schon aggressiv sein, man. Aggressiv werden wir sowas, ne? Erstmal den Rauch auf das Ding. So. Mit dem guten Premium-Kippen. Oh, ein Zigarettenbilder-Set ist komplett anscheinend. Doppelläufige Flinte. Oh, nimm mit. Komm, kann nicht schaden. Was man hat man, ne? Brauch ein bisschen Pflege und dann läuft die Kiste schon wieder, ne? Schön schrubb, schrubb, schrubb. Warum soll ich den Schrank wieder zumachen? Ich meine, mach ich mal, aber warum? So. Ach, mit die Leiche rumglitscht oder was, wa? Nö, irgendwie geht die Leiche nicht drauf. Ach so! Damit hat markiert es quasi.
Ach doch, wie eine Leiche war, mit so einem Glitch da oder eingequetscht. Was gibt's da noch zu holen? Schrank durchsuchen. Haben wir kein Glück hier für den Beistelltisch, ist da was drin? Nope. Vielleicht hier? Warum geht die Markierung hier nicht weg? Wo ist der Junge hin? Das Gefühl habe ich auch gerade. Über die Flinte in der Hand. Wenn ich auch noch angreifen will. Just leave me alone. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? I think I know the sum, and that should cover it. Ain't you the good son? You should be proud of yourself. Gibt's noch mehr zu holen? Mal gucken. Oh, hell! Ja, wenn dann richtig, das war auch nicht alles, ne? Da muss noch mehr zu holen sein. Süßigkeit, ha! Klauen Jungen die Candies, Junge, brauchen wir nicht mehr. Zigarettenbild auch nicht mehr auch mit. Ganz wichtig. Olle Millicent Cigarettes. You won't find nothing else here. Please just leave. Ich gehe, wenn ich sage, Junge. Na, ja, was verstanden haben. Oh, was Schönes drinne. Starkes Schlangenöl nehmen wir mit. Pistolenmunition normal nehmen wir auch mit. Da ist nichts mehr. Ein Brief. Liebste Nate, ich weiß nicht, wie viele Briefe ich hier schon geschrieben habe, aber ich versuche es immer weiter. Schon das Schreiben alleine gibt mir das Gefühl einer Verbindung zu dir, was immer noch besser ist, ist jetzt gar keine. Ich kann verstehen, wie verletzt und wütend du sein musst, aber dass ich dich einfach so verlassen habe. Aber ich schwöre dir, dass ich dich aus tiefstem Herzen liebe. Ich könnte voll aushalten. Wenn er betrunken war, was er am Ende. Ah, okay. Das war anscheinend ein Brief von seiner Mutter. Die ist abgehauen, hat den besoffenen Idioten da zu Hause gelassen mit ihrem Sohn. Schon eine echte Bitch, ne? Wenn die schon Fische jetzt wie sie den Sohn noch mitnehmen können. Aber gut. Scheiß drauf. Ah ja. Okay, my girl. Im Ernst? Oh. Außen am Haus auch eine Truhe mit Wertgegenständen. Oh! Dann mach ich mal gucken. Die Truhe hier vielleicht? Ne, ist ein Komposter. Ein Rahmenvater weniger. Richtig, Gottig. So sehe ich die Sache auch. Eigentlich habe ich den Jungen Gefallen getan, ne? Ah, die Truhe, wa? Aha! Danke für den Tipp, Mum. Here we go. Eine schöne blaue kleine Kiste mit Stuff drinne. War das da drinne? Gereifter Piratenrum. Oh, eine Buddel voll Rum. Nehmen wir doch. Und Kautabak, das war's wohl. Naja. Der gute Piratenrum, der reicht mir schon. Gereifter Piratenrum erhöht deine Ausdauer.
Konstant oder nur einmalig? Ausdauererfahrung. So, kipp mal einer rein. Ah! Wow. Ah ja, Schmuck daneben? Ja, ich glaube nicht. Da war noch eine Büchse mit Futter, glaube ich. Eieiei. Was ist denn jetzt hier? Nee, ich glaube gar keinen Schmuck mehr. Da war irgendwas zu futtern, was, glaube ich, hier. Na, Kautabak ist da bloß. Aber ich kann ja einmal Kautabak nehmen. Wenn ich ihn finde. Wo ist Kautabak? Hier vielleicht? Da. Junge, heb den Scheiß auf. Jetzt. Münzen sagt da, here we go. $13.09. Passt doch. Der kommt ihm aufs Pferdhof, besoffen wie der ist. Ah, geil. Ja, ein bisschen. Die Piraten. Nektar hat echt gut geholfen. Ja, ich hau da Nahrungsmittel und das ist so ein Messi, wa? Stimmt schon. Mit einer Minigun, holy shit. Bam! Erstmal stehen besoffen, wenn ich die Serie machen. Hey! Zu Schaden, Junge! Bam! Was? Erstmal die Leute ausrauben, ne? Die brauchen nicht mehr sehen, die sind eh schon tot. Von daher, her damit. So, Annabelle, komm her. Tja, und so, Leute, wird der liebe Jäger zum Gejagten, ne? Wollt ihr Jagd zum Jäger? Who knows? Schöne Kutsche mit einer schönen Minigun. Warte mal. Man kann doch Kutschen verkaufen, ne? Mit einer Minigun muss sie doch voll was wert sein, oder? Wo kannst du die Scheiße verkaufen? Warte mal. Wer verkauft Kutschen? Oder wer kauft Kutschen? Der Hehler nicht. Doch, der Hehler an Emmy Rail.
The Healer in Emerald. Saint-Denis. Ah, hier, wa? Der hier, ja? In Emerald Ranch? Ranch meinst du? Emerald Ranch? Da würde ich sagen, Alter, schau mal da hin. Und die Kutsche verkaufen, weil ich glaube, da haben wir jetzt echt einen Glücksgriff gemacht, wa? Weil ich glaube, so ein Ballerwagen, den findet man nicht häufig. So, Alter, willkommen mit. Das Ding könnte schon was wert sein. Aber bevor wir da ankommen, würde ich sagen, bin ich nicht mehr da. Ich hole kurz was zu trinken. Bis gleich. Leute, das ist hier so eng mit dem On-Green Screen. Oh. So. Oder ist es zu heiß, wenn die Sache ja auch verscherbeln? Oh, mal gucken. Müsste eigentlich. Schätze ich mal. Also eigentlich müsst ihr die Karre jetzt zahlen in den Rasen. Hallo, wir haben ein Problem. Wir haben einen Insassen an Bord. Die möchte ich nicht mit bei haben. Das könnte er geben, wenn die Leiche drin ist. Oh, jetzt mein Mantel bloß ein bisschen Blut verschmiert. Das habe ich bestimmt kein Misstrauen oder so. Alles easy. Naja, klar, ein ehrenhafter Tod oder ein ehrenhafter Nachtod. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich meine, einen anderen Aus musst du dafür tausende von Euros bezahlen für die Seebestattung. Ja, Arthur macht einfach mal diese Wäschung selber. Da passt schon, ne? Jetzt bin ich wirklich über die Butsche abgehuft. Gerade hier mit der MG. Boah, ist schon mega, Alter. You can see the bind I'm in. I need help again. Come on. Okay, fine. I know this doesn't look good. But I swear I didn't do nothing wrong. Willst du wieder in Ketten, Junge? Ach, machst du das so schön, ich hinkommst, ey. Yes. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming up. What the hell? So. Ja, sieht aus wie ein gutes altes 0815 aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Ein bisschen.
Der mag sich wieder radern. So. Ist es noch weit? Oh, ist noch ein Stück hin, sagen wir mal. Nee, nee, das mach ich nicht, Jodix. Ich hab keinen Bock. Lol. Ja, das ist ja auch typisch Red Dead Redemption, ne? Wenn einmal schief verhüllt, ist schief. Dann kannst du machen, was du willst. Ist einmal der Wurm drin, ist er drin. Jetzt reite ich hier ja mit dieser scheiß Kutsche 100 Kilometer, wenn ich bloß einen 10er dafür gibt, flipp ich aus. Das schießt nicht jeder über den Haufen, schwöre ich euch. Der wird nie wieder eine Kutsche mehr sehen, ganz ehrlich. Jetzt ist hier noch eine stockfinstere Nacht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Arthur mit seinem MG. Er hält es fest in seinem Arm. Und dann damit rum. Ich habe keine passende Reime dazu ein. Naja, was soll's. Also wenn mich jetzt noch überfallen möchte, ja, der muss echt lebensmüde sein, ne? Ich habe euch eine der fortschrittlichsten Waffen zu der Zeit hier hinten am Rücken, also Vorsicht ist geboten auf alle Fälle. Ich finde, ich könnte das Ding auf meiner Bande spenden, aber oh. Junge, ist ein Kilometermarsch hier. Ich hoffe, es lohnt sich, Leute, wirklich. Ich glaube, eine Kutsche hat mal verkauft, der wollte gerade mal einen 10er gehen dafür oder so. Dann sag ich mir auch so, was da für eine Verarsche. Das Ding muss sowas wert sein hier. Ich würde es der Bande spenden. Ich bin so geizig, ich rede mit 3000 Dollar, um meine Bande gerade mal einen Puffy hat oder so. Aber ich spare für die Zeiten. Apropos, ich glaube, ich muss. So, du Messi. Ja, ich könnte meiner Bande den ganzen Spuck wieder abspenden, ne? Hier die ganze Platin-Zeug, die Platin-Uhren, die ganzen Platin-Gürtelschnallen und Golduhren. Den kann ich meiner Bande verkökern. Das ist nämlich völlig wertlos. Bring mir was, was ich auch wirklich verkaufen kann. Da, warte, du Stück Scheiße, Junge! Du wirst es hier kaufen, mein Freund. Das wirst du hier annehmen, ich sag's dir. So, einmal hau ich dir den Gartenzaun im Arsch, du Spast. So, mein Freund. Du kaufst die Scheiße, das sag ich dir. Kaufst jetzt diesen Scheiß, hä? Safety first, versteht sich, ne? Der will ihn wahr nicht. Der will ihn wahr einfach nicht, die Sau. So! Er will flüchten! Du Stück Scheiße, Junge!
Du willst es nicht kaufen, hä? So, mein Freund, ich zeig dir jetzt mal, ja, einen guten Werbespot, ne? Ich zeig dir, erstmal plündern wir dich, du Spaß, so. Einfach so, weil ich's kann. Alter. Ich kann ihn nicht aufheben. Na gut. So, ich werde dir mal zeigen, wie gut dieses Produkt eigentlich ist, ne? Einfach mal zu Demonstrationszwecken, wie einfach man dieses Produkt einfach mal unter den Mann bringen kann, ne? So, halt mal schön still. So. Das wäre ein Bombengeschäft für dich gewesen, du Spast! So! Ich verstehe die Kopfhörer heutzutage nicht, ganz ehrlich. Na gut, da wir es ja anscheinend jedem Händler und Hehler heutzutage nicht recht machen können, dann müssen wir halt den Saulapfel beißen, dass er diesen schönen MG-Wagen nicht haben möchte. Wir werden diese Ware einfach nicht los. Verstehe ich gar nicht. Hinter Banditen müsste das Ding so beliebt sein. Aber was soll's. Natürlich. Dorfbewohner als Abzug kaufen? Beim Einkauf die Typen überfallen und ausgeraubt und das Dorf ist mein eigen gemacht, aber niemals mit dem Handel betrieben. Pff, kommen wir denn da hin? Oh, 20 Mark für ein Brot oder so am besten, aber. Ha. Nee. So läuft das nicht, Leute. Ja. Von dem Wagen gibt es nicht viele. Und ich denke mal, so ein Bandit, der würde sich alle Finger nachlenken nach so einem Wagen. Aber ich will trotzdem jetzt zum Hehler ran. Allein schon, weil wir ja eine Menge Loot gemacht haben hier bei den Banditen letztens. Hier Gürtel, Schnallen, Golduhren. Ach, was wir nicht alles bekommen haben, ne? Und ihr, das ist zu, oder was? Bis zum Morgen warten, dann warten wir bis zum nächsten Morgen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Alter, wenn es mal hell ist, das ist so übertrieben hell. Also dieses ganz andere hell, ne? Das ist übertriebene hell, ne? Also so, wenn jetzt mal den übelsten Netzhaut weggebrannt wird. Guten Morgen, Asap! Die guten Morgensonne lächelt ins Gesicht. Und brennt die Netzhaut weg. So, jetzt aber. Guten Morgen, mein Lieblingshändler am Westen. Wie geht's dir stets, Mann? Ah, I recognize that face. Ja, ja. So ein treues Kundengesicht kannst du gar nicht vergessen. Was livid about his coach getting robbed. I was very sympathetic. You are a good cousin by marriage, Seamus. Oh, I try. Now, anyway, I trust this ain't just a social call. All sorts of unusual ways to acquire goods in this world. Dazu fällt mir gerade nichts ein, was der Typ da gemacht hat.
Schieb einfach so ein Brett zwischen die Beine. Okay. Bei Gossip würde ein Zitat kommen. Kann ich da mal vorbei? Wie machen sie es einfach? Ich würde gerne verkaufen, mein Freund. Let's see. Also jetzt Bilder behalten wir mal. Wir haben ja, falls wir uns erinnern, einen bestimmten Typen, der Bilder an Sets abkaufen möchte und dafür Honorare Kohle ausgeben möchte. Den habe ich da in Hinterstübchen, sag ich mal. Fauna von Nordamerikanisch. Von. Was? Fauna von Nordamerika. In Illustration eines Forellenbarschs. Okay. Pick this up off the street, no doubt. Gold Nugget. Ja, den Rest behalten wir einfach mal für unser Lager, ja. Komm, bald mal den Rest. Safe travels. Können wir dir was kaufen eigentlich? Warte mal. Haben wir eine coole Ware oder so? Ein Brandsalz, ein Tomahawk, ein Kriegsbeil, Dosenerbsen, geil. Yep. Waffenöl möchte ich ganz gerne haben. Henkersmaske. Braune Sackmaske. Metallschädelmaske. Broschüre für zielsuchenden Tomahawk. Ja, das ist interessant, Junge. Zielsuchender Tomahawk, Junge. Broschüre für hochexplosive Brandsätze. Broschüre für Dynamitpfeil. Alter, Laserhawk. These here are competitive prices, rest assured. Ich glaube, da müssen wir wirklich ein bisschen einkaufen hier später mal, irgendwann mal. Weiß man nicht. I trust nobody's missing this. Erstmal nicht. Was würde ich sagen, Leute? Es ist bestimmt noch Zeit für eine Quest, deswegen ab nach Hause schnell mal. Und zwar machen wir es jetzt mal anders. Und zwar reiten wir mal schon vom Lara hier weg. Ich schlage ein Camp auf. Und leh! Hier ist gut, würde ich meinen. So, schlagen hier ein Camp auf, teleportieren uns zu unserer Heimat, pennen eine Runde, futtern was und machen noch eine Quest und dann machen wir Feierabend, weil ich möchte ein bisschen vorankommen, ich kann hier nur von A nach B reiten. Generell haben wir heute gar nicht allzu viel erreicht im Part. So, Schnellreise und zwar... Nach Hause! Shady Bell heißt das Ding. Da müssen wir hin. Und Holo-Aufsatz. Und Laservisier, weißt du? Und Tech-Laser oder so. Haben wir jemals mal eine Schnellreise gemacht hier im Spiel? Ich glaube nicht, ne? Schon cool eigentlich. Naja, Schnellreise war. Boah, 20 Minuten warten, so, ne? Ist ja voll schnell die Reise. Mein Lara hat schon wieder Hunger, sehe ich schon wieder. Gut, da ja anscheinend alle hier gerade am Hungern sind. Oh, hallo Mr. Strauss. Mr. Strauss. Werde ich mal kurz hoch in Dutch's Kontrollbuch rangehen, ein bisschen Proviant kaufen. Und ein bisschen was reinspenden an Kohle.
So, Beitrag leisten, genau. Und zwar Gegenstände erstmal. Und zwar das goldene kann rein da. Goldene Gürtel kann rein. Goldenes Schild. Oh, goldener Schild. Ein Schild mit dem Wappen der Brave Raids. Du hast ja letztens gemeint gehabt, Mom, nimm's mit, ist wichtig. Und nimm's mit, ist ein seltener Gegenstand. Aber was kann ich damit machen? Ich meine, das ist 0 Dollar wert. Also vielleicht Story mit denen später mal wichtig oder ist das vielleicht vollkommen egal? Das will man so zu erfahren. Gibt es da immer ein Spiel, den ihr wieder? Also, es ist jetzt kein besonders wichtiger Gegenstand, den du später besonders verkaufen kannst oder so. Ja, das ist einfach so da und. Erst zum Verkaufen, okay. Aber das Lara will dafür nur 0 Dollar haben, deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Ach so. Verkaufe ich das nicht, weil wozu? Wenn es wert ist, dann wozu verkaufen, ne? Du, dann würde ich sagen, ab ins Kontrollbuch. Genau. Wir müssen Proviant kaufen, unser Lara hat Hunger. Denn einmal hier auffüllen für 50 Dollar, die Kohle haben wir gerade noch. Zack, einmal hier auch nochmal Arznei nachkaufen. Zack. Munition kannst du auch immer nachkaufen. Und dann passt das. You know something? You boys don't know you're born. This isn't tough. This is easy. Easy. Tough is a dead cow. Surrounded. Ja, ich heb's auch erstmal auf. Hä? Immer noch weiß? Warum? Oh, die müssen jetzt doch hin und die Nahrungsmittel kaufen. Das kann auch sein. Na ja, eben, es würde mich ja nicht wundern. Ich könnte ja sehen, dass man vielleicht die alte Brace jetzt nochmal sieht, weißt du, die sagt so, ey, ich gebe dir 10.000 Dollar, wenn du mein Schild aus dem brennenden Haus gerettet hast damals. Dann wäre ich natürlich stinkreich, ne, und wäre ich gut dabei. Andererseits könnte ich auch schwassen, wenn ich das erzähle, und ich nehme mal an, die alte Schachtel wird sich dann in ihrem brennenden Haus hingelegt haben und damit verbrannt sein. Schätze ich mal. So wie drauf war. Dann machen wir jetzt mal eine Quest und zwar hier für Mary Beth. Gucken, was die halt zu sagen hat. Good morning. Halt mal vor Absaven. Schnell mal. Mit dem Fohlen ist auf dem Kopf, da die alte? Ich glaube schon, ne? Ja, ist es. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Ah, nee, ist es nicht, okay. How are you? Ach, die Seelensäure, Tante. I think it's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me.
Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Okay, die Alter Tag auf die Zähne. I'll tell you on the way. Just get going. All right, head for Rhodes. And quick! She's in Rhodes? No. She's at a place called Bradley's House, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen hassling her and Valentine. Yes. They probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly... God damn it! Ja, die Kinokameraverfolgung funktioniert bestens. Young Tilly isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. No doubt. Okay, I think that's the place up ahead. Knarreich am Laufen? Jo, wunderbar. I think there's a guard. I'll deal with him. Boda! What are you doing? Müssen wir die Knarre reinigen? Was los geht? So muss es halt sein. Ja, ist ja gut. Chill mal, Mädel. Mein Gott, ist ja aggressiv. Nehmen wir die Express-Munition mal. We're lost and in need of some help. Get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said. You said your last word. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Oh, ist die alte krass, holy shit! Na denn? So. Dann rein da, so! Zugriff! Namen, Stahlbeiname! Hallo. It's okay, Miss Tilly. Die ist cool, wa? Die hat Bumm, die Alte. I thought there was. It don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, Miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something.
There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. Alter, die Mädels haben richtig auf dem Kasten hier. Oh, ich hab der Martina. Oh, ist die schnell. Oh mein Gott, ist die Pferd schnell. Alter, die ist wesentlich schneller als Annabelle. Boah, das Pferd hier. Yo, Bastards! Oh, ja. Die Olle gehört ja schon auf den Kasten hier. Der Mädels mal schnell von abschneiden. Nein, wollen wir mal fangen, wa? Andale, andale! Boah, es fährt schnell. Holy moly. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. Hey, Annabelle. Du erstaunst immer wieder, Pferdchen, ne? Heute bist du mal richtig auf Zack, Mädel. Hm. Aber das Grimshaws Pferd ist echt nicht schlecht. Falls es jetzt ist, oder vielleicht ist es ja neu, was wir einfach geklaut haben. Do you have the first idea what you're getting into? I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You? All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Oha. Anthony, du hast ein großes Problem jetzt. So. Special Delivery, Amazon Prime. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Nee, sie hat entschieden. Finish the bastard off. Nee, sie hat entschieden, deswegen respektiere ich doch, was sie entscheidet. Let's get you home. Yeah. Now get out of here. Lilly hat entschieden, er soll überleben und Bescheid sagen, deswegen machen wir das auch so. Oh, wir haben Gold erreicht, nice. Nett, alles sieht auch recht. Gibt's hier noch was zu holen? Könnt ihr umgucken, was es zu klauen gibt hier. Mal schon mal hier sind, ne? Kokain-Kaugummis brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Corned Beef. Corned Beef ist immer gut. Gibt eine gute Werte. Dosenlachs auch mal schick. Genau mit. Hast du noch was hier auf dem Boden? Premium-Küppchen, wunderbar, können wir mal durchziehen. Was Feines. Hartunikum, oh schick. Mal mit. Münzbeutel. Kleine Brieftasche, cool. Schmuck. Boah, richtig Stuff hier, ey, da war cool. Da ist bestimmt gerne Stuff drin, oder? Flintenmunition, naja. Wir beide mal mit der Flinte nicht rum, brauchen wir nicht unbedingt. Munition normal, nehmen wir mit. Waffenöl nehmen wir auch gerne mit. Starkes Schlangenöl brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Obwohl ich auch schon wertvoll ist, ne? Was Schickes. Das liegt schon raus. Wundertunikum. Ist halt eigentlich auch wertvoll, ne? Aber können wir halt auch nicht gebrauchen. Gemahlener Kaffee, das ist cool. Glaube ich erstmal fertig hier, ne? Ja. Gut, dann reiten wir wieder mal nach Hause. Und dann würde ich sagen, wir mal Feierabend für heute. Ach, es gibt wieder Kopfgeldmissionen, ja? In Rhodes. Postkutsche-Information. Oh, es gibt wieder eine Information von der Postkutsche. Auch schick. Hä, wo ist denn in Rhodes ein Kopfgeld? Ich habe gerade Informationen um rechts gehabt, dass es irgendwie in Kopfgeldmissionen machbar ist, irgendwie. Aber irgendwie dann doch nicht. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Postkutsche-Information, die war gerade eingeblendet. Ist sie weg? Hä? Ja, keine Ahnung. Vielleicht denkt sich das Spiel, dass ich jetzt erst die Kopfgeldmission machen möchte, obwohl ich schon längst getan habe. Ja, manchmal, ich weiß nicht, ob das Spiel verbuggt ist oder manchmal ist es so, ich habe keine Ahnung, ne? Auf alle Fälle ist da eine Postcode-Information, also ein Bild, was ich gar nicht kenne. Ja. Was ist das? Da will ich mal ganz kurz mal ran. Oh, runter von den Gleisen, Annabelle, runter von den Gleisen. Alden, hey, you know anything about these runaways off the chain gang? Oh, hello. I heard both sides of that story. They're either horrible murderers, or they were just defending themselves. Take your pick, which. As to where they are, no idea, sir. Well, guess you don't know everything. So long.
Bye for now. Farewell. Sir, good morning. Hold your horses, won't be long. Well, hello again. I got another one. You interested? Na klar, für $2? How's things, Alden? Good. All right. Naja, ich bekomme. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. Okay. But the money best be right. It is, Arthur. I promise, it's very right. Oh, Emerald Ranch diesmal. Das wäre der Wagen noch die Fracht beschädigt ist. Okay, alles klar. Gut zu wissen, danke für den Tipp. Brauche ich mir auch alle von nochmal an. Let's go, girl. Ist die Sache jetzt auf dem Radar markiert oder muss ich da selber jetzt nach den Hinweisen nachgehen? Ah, Stelle für den Postkutschenhinterhalt. Ist, glaube ich, aber weiter weg, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Wir können ja mal kurz noch versuchen, die Mission zu machen. Das Schöne ist, es ist ja keine richtige Quest, von daher können wir ja einfach mal zwischenspeichern, denn. So, mal schnell machen noch. Gucken wir, ob das klappt. Haben wir. Gut. Hey, Mister, can you help me? Keine Zeit, Mädel. Can you help me? Du. Ich helfe die Passanten ganz gerne, weißt du, aber wenn wir Zeitdruck haben, dann habe ich einfach keine Zeit gerade. Dann ist es halt einfach so. So weit, bis der Wagen getroffen ist. Gut, alles klar. Oh, Maske aufsetzen, zack. So unter den Felsen am besten warten, ne? Gut, Leute. Ups. Mal gespannt. Zwinge den Wagen zum Anhalten. Kommen sie. Oha, Leute. Unser erster richtiger Raubüberfall von der Postkutsche alleine. Mal, ob das klappt. So, halt! Hey, stop! We've got ourselves a thief! Du Stück Scheiße! So. Was sind du Lappen, hä? Zack. Plündern? Na, plündern wir mal den Kutscher. Du, ich soll mal schnell die Kutsche wegbringen. Oh, 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 die haben ganz, ganz krasse Sachen drauf. Nein! Easy.
Kann ich die Sache nochmal einladen? Oh! Nein! Ich hab bei der Farb gespeichert, auch kann bestimmt neu laden, ne? Dürfte ja bestimmt drin sein, ne? Ja, das war halt so nicht geplant, Leute. Das war halt so nicht geplant, dass man mal die Statue aus der Kutsche rausfliegt. Ich wusste nicht, dass die Ware hinten in der Kutsche auch eine Physik hat, dass sie rausfliegen kann. Das war mir nicht bewusst. Ja, deswegen wurde ja mehrmals gesagt, vorsichtig fahren. Ey, komm, ihr wisst, dass die Kutsche auch einen Wendekreis von einem Rennwagen hat, also. Von einem Autoscooter gefühlt. Ging ja relativ flott, können wir eigentlich nochmal machen. Also soll ich die Kutsche wenden? Okay, langsam wahrscheinlich lenken. Jetzt bin ich auf der Fracht verloren. Oh Mann. Nee, wenn, dann wollen wir das auch richtig machen, ne? Die knallen Sachen. Oh yo, Annabelle macht einen Hechtsprung in den Graben rein. Wunderbares Pferd. Also Leute, wir machen das folgendermaßen. Um 22 Uhr werde ich pünktlich Feierabend machen. Ich werde die Kutsche annehmen und wegbringen, aber wahrscheinlich werde ich sie offscreen wegbringen. Also in dem Punkt nicht wundern. Weil ich nehme mal an, das wird jetzt nicht groß interessant sein. Es ist jetzt an sich keine Story, es ist einfach nur eine kleine Nebenaufgabe, sage ich mal, um Geld zu machen. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht als Quester, muss ich ehrlich sein. Von daher ist es egal. Nein, ich helfe dir nicht, Mädels, zum zweiten Mal nicht. Wie oft denn noch? Meine Güte. Willst du nochmal speichern? Ah, jetzt nicht mehr, okay. Vielleicht mal ohne Maske versuchen. Hey there. Hello. In die Irre führen? Your back left wheel seems shaky to me. Looks like it's about to come off. Yeah? Ah, shit. Maxwell, go take a look. Right. Get off of there. Do what I say and nobody gets hurt. We got ourselves a thief. Ach, du lebst doch? Ach so, wollte gerade sagen. Alter Arthur, knallhart ist er. So, stiehl den Wagen. Jetzt aber ganz schön los.
Also langsam ganz schön los. Schön langsam. Immer ein bisschen gemacht, Leute. Die haben sie aber auch scheiße aufgeladen, die Figuren, ne? Also die hängen ja halb raus, die Weiber. Ja, da müssen wir die Sache halt ein bisschen entspannter angehen, was hilft's, ne? Was soll's. Aber ich glaube, die Achse spinnt da wirklich ein bisschen rum von dem Wagen, kann es sein? Das Rad ist ja wirklich ganz schön böse am Eiern da. Oh. Schön mit Gefühl. Immer sachte. Mann, können die ganzen Riesen sich auch mal pissen? Junge! Sonst sehe ich nie einen Reh, weißt du? Aber gerade jetzt, weißt du, wo wir so eine krasse Quest haben, wo wir echt vorsichtig fahren müssen, rennen die Rehe mir vor der Botanik. Ah, okay. Da ist er schon, der macht schon die Tür auf. Schön sachte. Im exzellenten Zustand, ja? There's a war on, I don't know about. How the hell you get it so beat up? Don't spend it all at once. Was haben wir gekriegt? $40? Ja, naja. Wären wir auf die Jagd gegangen oder hätten wir ein paar Leute unterwegs gelootet, hätten wir bestimmt ein bisschen mehr Kohle gemacht, aber gut, okay, $40. Ist jetzt nicht allzu wild, kann man machen. Dann würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt Feierabend für heute. Wer noch keinen Follow da lassen hat, kann ja noch einen Follow da lassen, hat man nichts von meiner Welt hier verpasst. Und vor allem von Red Dead Redemption 2 nicht. Das geht natürlich ab morgen weiter zwischen. Nee, Quatsch! Gar nicht. Oder vielleicht nicht. Entweder morgen oder übermorgen, also entweder Dienstag oder Mittwoch, wenn wir eine Runde CSGO streamen, dann solltet ihr vielleicht lieber auf die EF reinjoinen bei uns. Das ist mein Discord-Channel, der ist in meiner Infobox verlinkt. Da werde ich dir morgen rechtzeitig ankündigen, ob wir morgen eine Runde CSGO zocken oder vielleicht auf Mittwoch CSGO zocken. Also wie gesagt, entweder morgen oder übermorgen geht's ja weiter mit Red Dead Redemption 2 zwischen 19 und 19.30 Uhr. Ja, einfach mal gucken. Weiterkommt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute, ne? Haut da rein und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.